Hallo und herzlich willkommen zurück und ihr seht mich jetzt wahrscheinlich in einer Facecam. In der Ecke wahrscheinlich. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das passt. Aber ich versuche es mal. Seit ein paar Folgen ringe ich schon sozusagen mit mir. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das machen sollte oder nicht. Wir haben jetzt einfach gesagt, ja, ich mache es. Und jetzt weiß ich, was ich wieder vergessen habe. Ich habe nämlich vergessen zu gucken, ob man oder wie. Oh. Hallo Creeper. Dich mag ich jetzt aber nicht. Boah, wer, du gehst innerhalb von meinen Storage-Boxen in die Luft. Na? Wo bist du? Da unten. Komm hoch. Stirb, du Scheißteil. So. Wir haben ja eine Quarry gebaut. Und wir wollen die jetzt auch mal einsetzen. Denn jetzt haben wir eine Stunde Zeit. Und ich würde sagen. Ja, die steht da perfekt. Und wir wollten mal gucken, ob die funktioniert. Dann geben wir einfach mal den Befehl ein. Der ist Excavator. Ex. Was ist denn hier los? Ex. K. K. T. 4 geben wir einfach mal ein. Und er sagt Excavating. Gut. Dann. Läuft er jetzt und am Ende müsst ihr alles, was er gefunden hat, in diese Storage-Boxen abgeben. So, in der Zwischenzeit brauche ich. Ich will mir nämlich jetzt Smeltery bauen. Gravel. Und Lehm und Sand. Und wo findet man das? Wo findet man das? Man findet es im Fluss. Und ja. Da hole ich es jetzt auch her. Und ich hoffe, ich finde genug. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Und das war jetzt, glaube ich, auch doof, was wir gerade gemacht haben. Oder was ich gerade gemacht habe. Ihr seid ja nicht schuld. Geht's hier eigentlich runter? Okay, da möchte ich nicht runter. Auf gar keinen Fall. Oh, und es wird Nacht. Ja. Das ist jetzt gerade schlecht. Ich glaube eher, dass ich noch Gravel irgendwo in meinen Storage-Boxen habe. Müsste eigentlich sogar so sein. Und ich sollte jetzt lieber auf Lehmsuche gehen. Und, ja, ich will mir zumindest eine Smeltery bauen. Und zwar für. Ich habe mir nämlich jetzt gerade ein Tutorial dazu angesehen. Und ich habe gesehen, dass es da ziemlich kostengünstig ist, Sachen. Haben wir hier irgendwo Sand? Haben wir Dirt? Das war's. Ist hier drin? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Okay, gut, dass wir Gravel und Sand geholt haben. Haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch Gravel drin. Und hier haben wir nichts mehr drin. Gut, dann gehe ich jetzt mal. Da sind die Sachen drin. Lehm holen. Ich habe nämlich gesehen, dass da die Werkzeuge ziemlich kostengünstig zu reparieren sind und zu erstellen sind. Salt. Was ist denn das hier? Clay, genau das brauchen wir. Es ist jetzt natürlich richtig schön Schweinsarbeit hier unten, das Ganze abzufarmen. Dabei nicht zu sterben. Ich glaube, das kennt jeder, der mal ein Ziegelhaus gebaut hat. Das Problem, dass man das nicht so einfach machen kann. Zumindest das Ziegelhaus nicht.
Und oh, es ist down. Komm hoch mit dir. Au, au, au. Weiter Clay farmen. Soweit ich weiß, braucht man dafür von jede Menge. Ich werde wieder abstürzen. So. Und wir haben. Oh, wir haben schon ordentlich was zusammen. Aber wir brauchen mehr. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter und gucken. Da ist Clay. Wo wir weiteres Clay finden. Denn Gravel und Sand bringt bestimmt die Quarry noch ordentlich ran. Und Cobblestone, was ich jetzt für mein großes Haus haben möchte, bringt die Quarry sicherlich auch. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg zu Clay-Ansammlungen und holen erstmal das. Und ich glaube, das findet die Quarry nicht. Oder die Turtle. Ich sag nur und Quarry, aber es ist in Wirklichkeit eine Turtle. Das ist so. Es ist so, als wenn man Möhren mit Äpfeln verwechseln würde. Kennt man ja das Problem. Möhren sehen nicht aus wie Äpfel. Komm hoch mit dir. Ich habe keinen Bock zu ertrinken. Vor allen Dingen, weil ich jetzt dummerweise den ganzen Sand und so weiter dabei habe. Ey, aber mir ist aufgefallen, ich habe meine Rüstung ausgezogen. Kluger Schritt von mir. Wenn es gleich Nacht wird, auf jeden Fall. Sehr klug. Aber hier gibt es sehr viel Clay. Da bin ich sehr erfreut drüber, muss ich sagen. Damit haben wir jetzt kein so großes Problem, wie ich gedacht habe. Was sehr erfreulich ist. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch so alles, so wie ich es haben möchte. Denn sonst wäre es nicht sehr schön. Oh, wie gesagt. Ich habe keinen Bock zu ertrinken. Das ist auch immer einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, mal Minecraft zu spielen. Weil ich einfach ertrunken bin oder irgendwie gestorben bin und dann alles Wertvolle dabei hatte. Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich spiele nicht nochmal. Das hatten, glaube ich, auch viele von euch. Was? Was ist denn hier für ein Lila? Okay, da ist noch immer dieser Schwarm, aber ich weiß nicht. Was ist das? Tainted. Aua. Ich glaube, das Ding sollte man nicht abbauen. Sonst greift es einen an. Dir. Und das letzte Stückchen. So. Was mir mal aufgefallen ist, man nimmt keine Sachen auf, wenn man nicht auf der gleichen Ebene sitzt. Also, wenn ich jetzt eine Ebene höher bin oder so, dann habe ich ein Problem. Und ich weiß jetzt noch genau, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich die Musik höher stellen. Oder den Sound zumindest. Denn es ist mir aufgefallen, es ist ziemlich leise. Ist noch immer ziemlich leise. Also, höher damit. Komm, stellen wir den mal auf 23. Ah. Okay, jetzt ist er wahrscheinlich etwas laut, aber damit muss man jetzt leben. Hoch mit dir, hoch mit dir. So. Ich würde sagen, wenn ich das zu Ende
habe, brauche ich auch nicht mehr. Denn den Rest brauche ich von der Quarry aus. Sozusagen. So. Komm hoch, komm hoch. Schön. So, und was habe ich im Inventar? Ja, das geht schon. Es ist recht viel. Damit kommt man gut hin. Ich muss mich ein bisschen zurücksetzen. Tut mir leid, wenn das Ganze jetzt wackelt, aber es ist jetzt etwas provisorisch, müsste ich mal sagen, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und es ist eigentlich nur ein Experiment.